Hi Leute, ich bin Mailand und willkommen zurück zur Propellermütze. Wie schon im letzten Ansturmvideo angeteasert, gibt's heute die Runden, die eher weniger gut liefen. Bei mir im Real Life, abseits des Streams und von YouTube, ist es gerade ziemlich anstrengend. Gerade ein zweites Kind bekommen, das laugt einen ganz schön aus, das saugt einem viel Lebensenergie. Ich beschwere mich nicht, ich versuche mich nur zu erklären hier zu Beginn, deswegen lässt meine Ingame-Performance natürlich zu wünschen übrig. Ich bin nicht ganz so fokussiert, konzentriert wie üblich und deswegen spiele ich natürlich auch ganz schön. Deswegen komme ich natürlich immer in die schlechten Teams, habe absolut schlechtes RNG und bei den Gegnern ist der Rasen immer grüner. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Salty Mailand bekommt im Ansturm auf die Fresse. Soll ich es mal mit der Grille probieren? Warum 2684, Bruder? Ich denke, der Stritzwagen ist besser geeignet fürs Campen da hinten und fürs Unspotted Schießen. Nee, komm, ich nehme auch ein STP mit dieser scheiß Camper-TD. Das wird Quatsch. So sieht's gut aus. So ist ganz okay, denke ich. Black A3, Block A3 würde ich schreiben. Team fährt komplett links rum. Jetzt kommen wir leider hinten gar nicht mehr rein. Aber das ist auch okay. Wir können alle hier spielen. Das ist in Ordnung. Wow, genauso wie das die Gegner machen. What the fuck? Double Track. Ich bin tot. Doppelfoch B? Okay. Das habe ich noch nie in meinem Leben so erlebt. Noch nie. What the fuck? Da stehen 5 Leute ready und davon 2-mal Foch B? Hä? Überraschung! Erste Mal überhaupt, dass ich einen Foch B auf der Karte sehe. Und dann gleich 2. Mailand, der inspirierende Helfer. Heiler, ja. Ich bin Magier in dem Modus. Nice, die Gegner müssten uns jetzt eigentlich pushen. Tun sie auch. Da haben wir ja ordentlich Tanks, das heißt, wir sollten da entspannt gegenhalten können. Jungs, ihr helft mir, ne? Ja. Das wird nichts werden, meine Lieben. Können wir uns jetzt hier einfach breit machen. Nicht durchschlagen. Das Balkon steht da bombenfest, die kommen nicht weiter. Mich einfach hier zurückfallen lassen. Ja, cool. Und jetzt? Ihr holt mich jetzt beide raus. Ihr wisst, dass das absolut braindead ist, ihr beiden. Digga, was ist das für ein Play? Kommen damit jetzt aber nicht durch, oder? Die kommen damit jetzt aber nicht durch. Wir haben unsere beiden Leute jodeln hinterher völlig falsch reagiert. Die müssen sich da drauf stürzen oder einfach halten da oben. Die können einfach stehen bleiben. Gut, ich hätte einfach noch weiter wegrennen sollen. My bad. Ich habe gar nicht für möglich gehalten, dass sie mich da wegjodeln. Ne? Nee, ich glaube, die gewinnen das schon noch. Wir haben einfach bessere Posis gleich. Ne? Verstehe ich nicht. Wenn zwei Heavys sich da runterjodeln, dann jodelt man denen doch nicht hinterher, dann lässt man die da unten einfach verschimmeln und fertig. Jetzt sind da 4 Leute hinterher gejodelt, was dafür sorgt, dass wir jegliche Map-Control abgeben. Ich weiß nicht, das Prinzip von Map-Control und Höhenvorteil, das scheint wirklich nur 3 Spielern auf diesem Server ein Begriff zu sein. Das macht überhaupt keinen Spaß, wenn ich ehrlich bin. Du spielst halt die ganze Zeit, musst einfach hoffen, ne, dass dein Team gut ist. Mehr kannst du nicht machen in dem Modus. Beziehungsweise, ja, whatever. Okay, was spielen wir in der Runde? Kein 57er. Eine Maus. Maus macht sich ganz gut. Mein Pick für die Karte. Jetzt haben wir aber gar kein CS63. Gar kein TVP, meine ich.
Aber wieder ein 50B. 50B fühle ich überhaupt nicht in dem Modus. Für die meisten Leute im ist, glaube ich, nicht das Spiel das Problem. Ne, Aim und so, das kriegt ja jeder hin. Sondern einfach dieses taktische Denken. Du spielst halt kein Random, wo es darum geht, einfach Damage zu farmen. Wow, okay. Ja, die beiden CS kommen da hoch, ne? 50B und VZ und TVP, die sind ein bisschen zu langsam. Unser 50B muss schauen, dass er sich da rauszieht, da hinten. Wir haben einen S-Kong da oben, nicht? Actually gar nicht so dumm. Bitte zieh dich raus, mein Guter. Mach gleich mal eins. Viermal Super Conqueror halt da und das liest er auch nicht, ne? Dive. Jungs, gehen wir pushen? Kommt. Jetzt wünschte ich mir, unser anderer S-Kong wäre noch in der Mitte, dann könnten wir nämlich jetzt durch die Mitte pushen. Ja, Gott, will nicht tun. Wir haben halt irgendwann das Problem mit dem 50B dahinter uns. Muss ich abbrechen, schade. Junge, er pennt das in dem Winkel, mein Panzer ist ja sogar noch nach hinten gewinkelt. Ja, genau jetzt haben wir dieses Riesenproblem da drüben. Schon so. Jetzt kommt da hinten leider. Komplett out of game. Gut, noch ist nicht verloren. Okay. Guter Block. Richtig gut mitgedacht. Turm annähernd frontal und dann. Ja. Ja, der S-Kong. Wäre der hier in der Mitte gewesen, wir hätten drüber pushen können. Weißt du, jetzt hast du wieder einen Spieler dabei, der halt wieder Special denkt, ne? Und irgendeine andere Sache hier versucht. Er will halt wieder Damage farmen und seine drei Gunmax hier freispielen, aber es bringt halt nichts. Und deswegen halt einfach. Oh, kannst du nichts machen, ne? Wäre der Typ in der Mitte gewesen, ich hätte mich gewastet in der Mitte, ich hätte allen Damage auf mich gesogen, das wäre völlig in Ordnung gewesen, unser Team hätte da durchpushen können, gar kein Problem. Das hätte gut geklappt. Gratulation, Mate. Top Damage, super. Was bringt's dir? Minuspunkte. Top verkackt, Panzer. Bei der Sache. Wo sind die Gegner? Ach, die sind alle spottet. Tatsächlich. Ich halte hier einfach im Schach. Ich spotte die hier, falls die sich bewegen und pieken. Okay, kann mir das jetzt jemand erklären oder nicht? Puh.
Der VZ piekt da oben rüber, sieht mich durch das Gebüsch durch, guckt über das Gebüsch drüber oder was ist da los? Oh, what the fuck? Rechne damit nicht damit, dass er mich sieht dabei. Hey, wo kommst du hin? Habe ich den übersehen die ganze Zeit? Ja, GG, das war's. Natürlich auch der Gunner. Ja, nicht damit gerechnet, dass ich aufgehe, bin ich komplett aus der Bahn gebracht und dann kannst du halt auch nicht wegrennen, ne? Du kannst nicht wegrennen, weil jeder Heavy mittlerweile 60 km/h fährt in dem Game. Das ist ganz... Mein ursprünglicher Gedanke war, in der Base stehen zu bleiben oder da, wo normalerweise die Base ist. Hätte 10-mal besser funktioniert, ne? Digga, aber der VZ fährt da oben auf den Felsen drauf und spottet mich über den Busch drüber. Mate, what the fuck are you doing? Wie weit willst du noch nach vorne fahren, du Clown? Jetzt hat er. Jetzt verlieren wir nicht nur beide fett HP, sondern können auch beide nicht schießen. Ich biege mir ja, glaube ich, von hier drüben an, beziehungsweise ganz von links. Ne? Ausgeschossen, hätte ich gedacht. Ah, am Sau. Okay, ich glaube, jetzt wäre es tatsächlich wichtig, zurückzufahren. Oder den TVP jodeln könnten wir, den SDRV jodeln könnten wir auch probieren. Ach, der Hanslink steht schon wieder hier oben. Die mir wegkommen. Da kann ich auch niemand drauf schießen, Chris. Ich bin gerade ein bisschen unentschlossen as to what I should do. Ich glaube, das könnte funktionieren jetzt. Nein, natürlich. Was macht unser Team schon wieder? Warum seid ihr alle tot? Ich verstehe auch nicht, wenn wir über oben spielen, warum wir drei Leute im Cap stehen haben. I mean, so dumm einfach. Echt. So freaking stumpf im Kopf, diese Leute. Ich geh mich wasten. Ist eh Haus auch verloren. Reine Zeitverschwendung, jetzt hier noch irgendwas zu machen. Ich meine, da denkt doch keiner auch nur ansatzweise mit. Was ist denn das? Das sind doch einfach die Basics, Alter. Man fährt allein nicht, komplett allein nicht auf irgendeine dämliche Flanke. Ist das so schwer? Die fahren halt zu dritt darüber, obwohl sie sehen, dass unser komplettes Team hier... Match oder Rust zu Stützwagen. Ja, das hätte natürlich auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Hätte absolut gar nichts geändert in diesem Game. Alter Verwalter, du. Was ist das denn? Ja, mal da drin, die werden jetzt nämlich hier reinstriken, mein Guter. Bleib doch drin stehen. Steht ein BZ alleine in der Mitte? Ich fahr mal zurück. Nicht, dass wir da außen überjodelt werden. Leute, können wir den Strike cappen, bitte? Brücke Dorent, sehr gute Entscheidung von ihm. SDB kann eigentlich einfach nur chillen. Genau. Okay, cool. Der denkt mit in Progetto, das ist toll. Spottet ist mir gerade ein kleines Rätsel. Mate, wir müssen die Gegend pushen, come on.
So, jetzt einfach halten und versuchen, nicht reinzujodeln, liebe Leute. Das wäre schon mal ganz gut. Warum geht er da 1v1 diesen Halder und Superkonk an? Gestrikt, gut gemacht vom Gegner, ekelhaft für uns. Jetzt lassen wir den entkommen. Jetzt kommt rüber, aber dann eine Chance. Ach, da ist noch ein zweiter CS direkt am Schlüssel. Gut, dann wird's schwierig. Ja, GG. Okay. Es ist halt, ne, ich frag mich in solchen Momenten, hast du nichts gelernt? Der CS jodelt alleine F1 in den Super Conqueror rein. Nicht nur hast du die Hälfte der HP, du hast auch nur die Hälfte der DPM plus keine Panzerung. Plus bist komplett allein, während die Gegner ein Kreuzfeuer auf dich haben. Hör doch auf, deinen Panzer dämlich wegzuwerfen. Spiel doch vernünftig mit. E50M in der Mitte verstehe ich auch nicht ganz, was er sein Plan war, ne? Oder was er da gemacht hat. Ich weiß es nicht. Ne, und an sich hätte ich eigentlich direkt zurückrotieren sollen. Das war halt auch mein Plan, aber die Gegner sind sofort durchgezogen. Das haben sie gut gemacht. Haben halt gesehen, okay, da steht nur ein ranziger Progetto, den können wir einfach völlig ignorieren, fahren wir durch. Wäre dann S-Conk gewesen oder irgendwas, hätten sie vielleicht nicht direkt durchgepusht, ne? Ja, keinen einzigen Heavy, das kann gut gehen. Aber da musst du halt smart spielen mit Kreuzfeuern und nicht irgendwie dich in die Mitte der Map positionieren, ohne jegliches Backup, beziehungsweise in Superconk 1v1 Halldown angehen. Also, einfach dumm, ne? Einfach wieder null mitgedacht. Nichts kapiert in diesem Spiel. Einfach wehgedrückt und aufs Beste gehofft. So, beste Position, um den Süden zu halten, ist, glaube ich, hier so hinter den Gleisen oder da an diesen Gleisen. Lecker. Unsere Leute haben auf jeden Fall den Strike. Und diese Maus können sie auch richtig bumsen, wenn die nicht gleich rüberfährt. Die fährt aber rüber, gut. Beziehungsweise bleibt jetzt einfach stehen. Doppel VZ, unsere Leute sollten die Nase vorne haben. Genau, die Maus, du bleibst da einfach im Cap, ne? Ich glaube, dann passt das. Wir sollten uns vielleicht nach hinten orientieren. So, unsere Jungs, ihr überfahrt das einfach, ne? Und dann passt das. Wir müssen an sich gar nichts machen. Es fehlt immer noch ein weiterer Gegner. Wird gleich hinter uns stehen, denke ich. Leute, warum pusht ihr die nicht einfach? Warum überfahrt ihr die nicht einfach? Muss man das jetzt gerade verstehen da drüben? Hä? Was muss ich tun? Das Licht, der Tank. Warum brauchen die so lange gegen diese drei Tanks da drüben? Kann mir das jemand erklären? Gegen die zwei Tanks. Digga, wie pennst du den? Egal. Was ein absoluter Totalausfall, unsere vier Autoloader. Was zum F? 4 gegen 2. Sterben nicht nur unsere Jungs, sondern die Gegner leben halt auch noch. Mann, bitte so lost sein. Ich versteh's nicht. Die sind da drin in diesen Karrees. Die kommen da nicht weg. Die kommen da nur weg, wenn unsere Leute zu blöd sind, die zu killen. Wie in diesem Falle. Holy fuck, seid ihr branded, ganz ehrlich. Ne, die Gegner gingen hier so auf. Unsere Jungs müssen W drücken, hier reinfahren. Von den Gegnern hätte vielleicht einer supporten können. Einer, der hier vorne stand.
Sie hätten die in einer Tour überfahren. Nach einer Minute hätte es 2:0 für uns stehen können. Was ist, sie bleiben stehen, keine Ahnung, snipen darüber. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Boah, tiltet mich das, Alter. Tiltet mich das so hart. Wie kann man bitte sowas nicht realisieren? Ihr seid 4 Autoloader auf der gleichen Flanke. Als ich gesehen habe, dass wir genau... Ich habe mich übel gefreut, direkt zu Beginn, als ich gesehen habe, dass unser Team, das Gegnerteam auch die andere Seite spielt. Weil ich wusste, unsere 4 Autoloader werden da alles einfach nur löschen. Nee, sie werden gelöscht. Von 2 Gegnern. Oh. Ich überlege komplett selber rum zu flankieren. Tatsächlich nicht. Vorsicht, Leute, da drüben werden die euch gleich richtig fett in die Seite ballern. Ich hoffe, unserem Team ist das bewusst. Nee, es ist nicht. Die fahren alle stumpf nach vorne. Jetzt stehen sie darum, wie falsch gilt, die Jungs. Oh mein Gott. What the fuck is going on? Spotter, den musst du auch erstmal treffen können. So, das sollte sein Amarak gewesen sein, der Schuss da unter dem Turm. Das heißt, die 50 M kann sich den jetzt gönnen. Schaffst du das nicht? Also gemacht. Kann man dich auch tracken? Im Idealfall sogar mit Damage? Anscheinend nicht, ey. Ein Witz, dass das schon wieder nur 2 Schüsse sind, ne? Ein absoluter Joke einfach. Was ist mit dem ersten Schuss passiert? Einfach 0 Damage. Kein Trackshot, einfach nichts passiert. Ein absoluter Witz, leider. Ich bin der 50M, der macht das kurz. Ich möchte nichts zu unserem Team sagen, ne? Aber das war halt leider schon wieder einfach... Ja, leckt euch, leckt mich am Arsch. Das war halt leider schon wieder einfach dumm, ne? Wir sehen, dass die Gegner über die Flanke spielen. Was machen unsere Leute? Anstatt sich in den scheiß Bahnhof zu stellen, fahren sie alle hier rein. Und die Gegner da drüben, ja, nehmen wir die Ecke, nehmen wir die Ecke, nehmen wir alle Ecken und dann klippen wir sie gemütlich von jeder Ecke. Ich meine, da ist halt wieder null Brain benutzt worden in so einem Moment. Und es ist nicht einer, das sind 5 Leute im Team, die alle denselben Fehler machen. Und der Fehler ließe sich vermeiden, indem man wirklich für eine halbe Sekunde nachdenken würde. Was ist das bitte? Es ist alles so offensichtlich, ne? Das sind die Basics, Digga. Fahr doch einfach in den scheiß Bahnhof, du Vollidiot. 5 Leute. Nö, ich bin eine Maus, ich kann mich ja healen. Ach so, ja, heal dich gegen die ganzen T57er, die da einfach rumfahren. Machen beide 5-8 Damage. Meine Fresse, du. Warum fahren wir jetzt in den Donut rüber zu zweit? Wollt ihr mir das mal erläutern? Den beschießen sollen, er kommt hoch. Der CS-63 da drüben ist tot. Er fährt aber auch allein in Donut. Der 50B-Schild da hinten. Ich werde uns die Tür da hinten helfen. Die 50B, auf wen wartest du da unten eigentlich? Auf den Weihnachtsmann? Der kommt da heute nicht mehr, mein Schatz. Digga, der 50B, der hat doch... Was hat er?
Bitte beende mich, echt. What the fuck, Digga? Ich hab den letzten Schusszeuger extra voll durchgezielt. Und der Centurion, er sieht doch, dass ich nachlade. Was macht er? Er steht weiter stumpf hinter mir. Oh, wie lächerlich dieses Spiel ist, oder? Wie lächerlich dieses Spiel sein kann. Erster Schuss bounce natürlich aber an der Seite vom CS. Da sagt das Spiel dir einfach, Mailand, mach aus, spiel was anderes. Ich bin heute so scheiße. Du solltest mich nicht heute anrufen. Oh, was willst du in so einem Moment machen, ganz ehrlich, ne? Was willst du in so einem Moment machen? Da zeigt dir das Spiel nicht ein, nicht zwei, da zeigt dir das Spiel alle Mittelfinger der Welt. Direkt in deine Scheißfresse.